darüber zu erfahren. Okay, das heißt, da können wir momentan noch nichts machen. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Gasflasche. Das könnte gefährlich sein. Ach, die zu öffnen ist doch nicht so gefährlich. Die Kamera hier ist alles in Ordnung, aber sonst kann ich hier nichts irgendwie nehmen oder so. Der ganze Aufwand, nur um hier rein... Okay, vielleicht ist das ist ja eigentlich schon die Schlusslösung. Darum kann man... Oh, warte, was sehe ich da? Nimm ein Goldobjekt. Das ist ein antiker Schlüssel oder sowas. Vielleicht kann ich ihn zu irgendetwas gebrauchen. Na sowas. Hier drunter liegt eine Nachricht. Sehen wir mal. Clive, hier hast du deinen alten Aztekenschlüssel. Er ist sauber und glatt, wie du es wolltest. Lass das nächste Mal nicht so viel Zeit verstreichen, ohne ihn zu putzen. Er war ziemlich verkrustet. Wir sehen uns Montag. Ein gewisser Ron hat unterschrieben. Dann gehört Clive der Schlüssel. Ich werde ihm das gute Stück später geben. Ah, okay. Wir haben... Immerhin haben wir etwas gekriegt. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel, den wir brauchen für sein Büro. Hier ein. Gib mir den Schlüssel. Ja, ich wette, der Schlüssel passt perfekt hinein. Tschack. Oh. Oh, wir haben Geld. Sieh mal an. Was haben wir denn hier? Ein Geheimfach. Nein, ich kann Clives Privatdokumente nicht mitnehmen. Okay, was haben wir sonst noch da drin? Sieht aus wie Akten und Papiere. Da ist aber doch noch etwas anderes drin. Könnt ihr das Geld rausnehmen? Nein, ich werde keinem das... Aber... Ich vermute, Clive hat es dort für Notfälle aufbewahrt. Da ist doch noch etwas anderes, nicht... Ah, hier, das Gerät, das möchte ich... Das ist ein Diktiergerät. Ah. In Ordnung. Ich werde es mir von Clive ausleihen. Ich lege es natürlich später wieder zurück. Okay. Ah, okay, wir haben doch da das Dings gesehen. Ich kann das Büro doch nicht verlassen, ohne dass... Ja, dann schließe es. Wir haben doch, da bei diesem Apparat mussten wir irgendwie eine Stimme aktivieren. Und natürlich denke ich, dass gerade... Also momentan haben wir leider nur Oliveira, weil sein Freund ist ja verschwunden und Billy hatte den Zugang nicht, vermute ich. Darum probiere ich das mal so. Entschuldigung, Frau Doktor, wie war doch gleich Ihr Name? Dr. Susan Oliver. An der Tür ist es deutlich zu lesen. Okay. Damit wäre wieder ein Rätsel gelöst. Auf zu neuen Ufern. Kann ich das direkt zuverwenden? Mit Knopf. Sehr gut. Sehen wir mal, ob der Plan gelingt. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Dr. Susan Oliver. Identifizierung negativ. Zugang verweigert. Mist. Die Batterie hat im entscheidenden Moment versagt. Ich hole die Batterie aus dem Diktiergerät. Ich muss eine volle Batterie besorgen. Es war ja so logisch, dass man nicht einfach direkt das hätte so machen können. Nein. Okay, aber wo kriege ich jetzt eine Batterie? Die einzige Batterie, die ich jetzt sehen könnte, wäre hier vom Wally der Walkman. Walkman! Yeah, my English is very good. Hallo, Willy. Hey, Kleiner, wie geht's dir? Ja. Weißt du, ich habe dein Problem. Ich brauche eine kleine Batterie. Scheiße, Kumpel. Ich glaube nicht, dass ich eine habe. Doch, du hast ja eine. Kannst du mir nicht die Batterie deines Walkmans borgen? Scheiße, Kumpel, nein. Das Wort borgen gibt's in meinem Wörterbuch nicht. Außerdem habe ich keinen Ersatz. Und es ist ätzend, ohne meine Musik die ganze Nacht im Museum abzuhängen, Mann. Verkaufst du mir die Batterie aus deinem Walkman? Für wen hältst du mich? Scheiße! Ich bin kein Ausbeuter. Ich bin hier und höre meine Musik. Dann kommst du und denkst, wenn du ein bisschen Kohle locker machst, werde ich dir die verdammte Batterie aus meinem Walkman geben? Und ich bleib die ganze Nacht ohne Musik hier? Das hast du gedacht, stimmt's? Sag's mir, das ist es, oder? Hör mal, Kumpel. Ich sollte meinen Hintern aus diesem Stuhl bewegen und dir den Besen auf dem Kopf zerschlagen. Aber du bist mir sympathisch. Gib mir $100 und die verdammte Batterie gehört dir.
$100 für eine halbleere Batterie? Warum überfällst du mich nicht gleich? Hör mal, ich habe nicht genug Geld bei mir. Nimmst du Reiseschecks? Nicht mal im Traum, Kumpel. Kein Geld, keine Batterie, Mann. Schon klar. Ich werde sehen, was ich tun kann. In Ordnung. Ja, wir gehen doch zuerst mal auf Wiedersehen sagen. Ich möchte dich nicht weiter stören, Willy. Bis bald. Wir sehen uns. Wir haben doch oben da extra die ganzen Sachen von Clive gesehen. Restaurationsrabor. Geht doch auch kurz das Geld. Ja, nicht ein Feuerlöscher. Ich wollte eigentlich schnell das abkürzen. Vielleicht können wir hier draus das Geld nehmen und ihm ja danach auch wieder zurückgeben. Tschitschk. Nein, ich werde keinem das Geld wegnehmen. Schon gar nicht einem guten... Oh, Manu. Und wie könnten wir denn da jetzt am besten die Batterie kriegen? Reisechecks nimmt er nicht und sonst habe ich gerade kein Geld. Und wenn er das Geld schon ablehnt, müssen wir dann überhaupt irgendwie das Geld dann nehmen, oder? Was haben wir sonst noch? Da drin war eine Gasflasche. Was ist das für Gas? Betrachte Gasflasche. Sie enthält flüssigen Stickstoff. Ich kenne das sehr gut aus der Fakultät. Ah, flüssiger Stickstoff ist doch kalt. Kennt ihr das noch von früher, wenn ihr die Batterie irgendwie in den Kühlschrank gelegt habt, als sie leer waren? Dann ist es auch wieder so ein bisschen aufgeladen. Vielleicht kann ich das mit dem hier machen. Nein, ich möchte meine Hand ganz gern behalten. Ich muss etwas finden, womit ich die Batterie gefahrlos in den Behälter tauchen kann. Ja, das ist doch da. Schöpfkelle. Das hätte wenig Sinn. Muss ich die zuerst nehmen? Tack. Sie ähnelt denen, die bei Weinproben benutzt werden. Also ich habe noch nie bei einer Weinprobe so etwas gesehen. Mal sehen, ob sie hineinpasst. Zack. Wunderbar. Perfekt. Besser als ich dachte. Ja dann. Prima. Ich probiere mal aus, ob die Batterie einen Teil ihrer Energie zurückbekommt, wenn sie eingefroren wird. Warnung. Holen wir die Batterie aus der Kelle. Logischerweise ist die Batterie gefroren. Ich hoffe, dass die Batterie das Diktiergerät jetzt zum Laufen bringt. Und ich hoffe, dass wir die nicht zuerst auftauen müssen. Ah, okay. Jawohl, Sir. Hoffentlich funktioniert das Gerät jetzt. Ja, hoffe ich auch, weil sonst... muss ich ihm wirklich das Geld klauen. So, komm hier, Meisterdetektiv Brain. Und Pinky. Ich hoffe, dass die Batterie lange genug hält. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Dr. Susan Oliver. Yes. Identifizierung positiv. Guten Abend, Dr. Oliver. Denken Sie daran, dass diese Kammer sich in 30 Sekunden automatisch schließen wird. Die Synchronsprecher in dieser Anlage war echt super. Nehmen. Ich sollte das nicht tun, aber... heute Nacht habe ich so viele Dinge gemacht, die ich nicht hätte tun können. Ich hoffe, dass sie keinen Schaden nimmt, weil sie sich außerhalb der Klimakammer befindet. Zück. Okay, kann ich den Diamanten da irgendwie wegnehmen? Das bringt nichts. Na, dem hier? Prima Idee. Ah. Damit kann ich den Rubin bestimmt aus der Maske hebeln. Es hat funktioniert. Perfekt, weil wir brauchen eigentlich nur den Rubin. Muss ich die Maske jetzt zurücklegen oder kann ich gehen? Ah, okay, ich hatte schon Angst. Du. Na los, hier, neuer Rubin einsetzen. Mal sehen, ob ich ihn gegen den alten austauschen kann. Großartig. Ich glaube, dass der Strahl jetzt viel stärker sein wird. Yeah. Ich werde jetzt warten, bis Frau Doktor den Laser benutzt. Ja, wenn sie ihn benutzt, geht dann ihr Zeug kaputt und dann kommt unser Zeug dran. Und dann sollten wir eigentlich schon das Rätsel fertig haben. Diesen Teil hier wäre auch fertig. Wow. Es hat funktioniert. Frau Doktor, tut mir ja leid, aber ich sah keine Alternative. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Oh, nee.
Bitte nicht noch eine neue Quest. Hören Sie, Frau Doktor. Ich sage Ihnen, was wir tun werden. Sie arbeiten weiter, als ob gar nichts passiert sei, und ich übernehme das Zusammenfegen der Splitter. Sie werden sehen. Niemand wird Sie vermissen. In 20 Jahren Arbeit habe ich kein einziges Objekt beschädigt. Nicht mal einen Riss hat es gegeben. Nicht einen Kratzer. Nichts. Bis heute, verstehen Sie? Es ist immer das erste Mal, also mach dir keine Sorgen. Aber hier geht's arbeiten. Frau Doktor, Sie müssen sich erholen. Jedem kann ein Fehler unterlaufen. In 20 Jahren Arbeit habe ich Nichts. Also müssen wir jetzt tatsächlich einen Kaffee holen? Aber Kaffee beruhigt doch nicht. Okay, aber ich habe hier einen Kaffeeautomaten gesehen. Dann probieren wir das mal. Benutze Kaffeeautomat. Unmöglich. Der Kaffee ist ausgegangen. Na toll. Dann sagen wir, ist auch kein Kaffee mehr. Pech für dich. Ich habe keine Ahnung, wozu diese Klapperkiste dient. Welche Klapperkiste? Ah, okay. Gebe eine Ohrfeige. Vielleicht klappt es dann. Ah, geht auch nicht. Ich sollte Sie dazu bewegen, weiterzuarbeiten, damit sie das Kruzifix restauriert. Hören Sie, Frau Doktor. Ich sage Ihnen, was wir tun werden. Sie arbeiten weiter, als ob gar nichts passiert sei, und ich übernehme das Zusammenfegen der Splitter. Sie werden... Okay, das ist immer das Gleiche. Erst wenn kurz darauf schließt sich mein Sohn den Krishna-Jüngern an und verlässt das Haus. Und jetzt das. Wenn ich weder meine Familie zusammenhalten, noch meine Arbeit tun kann, sagen Sie mir, was soll ich dann mit meinem Leben anfangen? Nochmal? Verlieren. Nein, meine Hände sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Ich kann ja nicht einmal eine Mandel öffnen. Wieso willst du eine Mandel öffnen? Es war nicht Ihre Schuld, sondern die des Lasers. In 20 Jahren nicht einen bis heute Raucht sie gerade zwei Zigaretten zur gleichen Zeit? Okay, ich glaube, das ist wirklich der Kaffee. Warum geht der aber nicht? Die Maschine hat viele Sorten Kaffee. Cappuccino, Espresso, mit viel Milch, mit wenig Milch. Okay. Ich glaube, dieses rote Licht zeigt an, dass der Kaffee alle ist. Aha. Ich glaube, diese... Unmöglich. Der Kaffee ist aus... Dann gehen wir doch mal mit Wally sprechen. Willy, nicht Wally, Entschuldigung. Dann soll er den Kaffee wieder auffrischen. Hallo, Willy. Hallo. Hey, Kleiner, wie geht's dir? What's up? Ich habe gesehen, dass die Kaffeemaschine in der oberen Etage leer ist. Ja, seit heute Nachmittag. Okay, wow, gute Feststellung. Wann wirst du sie auffüllen? Hör mal, Kerl, komm mir nicht mit Forderungen daher. Gestern habe ich die letzte Packung, die ich noch hatte, reingeschmissen. Im Lager gibt's keine mehr, also bleibt sie leer, Mann. Okay. Das ist aber dumm. Kann man da nichts machen, damit es wenigstens für einen einzigen Kaffee reicht? Nur einen Kaffee noch? Ja, klar. Du kannst dich neben sie stellen und ihr zuflüstern. Maschinchen, Maschinchen an der Wand. Gib mir eine Tasse Kaffee in die Hand. Nein, verdammt. Wenn kein Kaffee da ist, ist einfach kein Kaffee mehr da. Und nichts weiter. Das ist bloß wegen dieser verrückten Olivar. Gott, sie ist wirklich eine verfluchte Irre. Die trinkt mindestens 20 Tassen Kaffee am Tag. Deswegen ist die Hexe total nervös, logisch. Ja, aber warum ihr dann noch Kaffee geben, wenn sie eh schon genügend ist? Ja? Nee, warte. Ah, ist das verrückt? Nein. Ah, das haben wir eigentlich alles schon. Sehen. Okay. Die einzige Idee, die ich jetzt gerade noch habe, war, weil hier nichts drin war und das sind doch von den Mayas. Vielleicht können wir jetzt da irgendetwas nehmen. Ich muss ehrlich sagen, das stört mich ein bisschen am Spiel, dass man nicht direkt alles nehmen kann. Dass man... Seht mal, ja. In der Schale ist etwas, das wie Kaffeebohnen aussieht. Ich nehme sie mit. Vielleicht kann ich hiermit Kaffee für Frau Dr. Oliver kochen. Ja, genau, das stört mich eben, dass man erst wirklich gewisse Sachen machen muss. Okay, es ist ja rein logisch aufgebaut, ich aber... Ich will nicht weiter mitnehmen. Trotzdem, es ist störend, weil so, wenn ich irgendwas am Erkunden bin... Außerdem
kann ich jetzt, eben wenn ich jetzt einmal Kunde bin, weiß ich jetzt nicht, okay, ich habe hier alles durchsucht und habe dann eigentlich das Gefühl, an dem Raum war nichts und jetzt muss ich später noch einmal zurückkommen und wo es dann plötzlich viele Sachen gibt und das stört mich ein bisschen. Aber hier können wir doch jetzt ihm den Kaffee geben, dann füllt er doch das nach, dann sollte gut gehen.